Aber wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Oma Lizzie, du hattest recht, da war ja noch was gewesen, ne? Wisst ihr, wo ich jetzt hingehe? Mir ist nämlich gerade was eingefallen, wo man nicht, wo wir doch eine Angelstation gesehen haben. Ach, falscher. Den hier. Zack. Das wird jetzt ein interessantes Ding. Okay. Also wir tun im Swimmingpool. Fangen wir mal mit der Muschel an. Ah, da kann man die gleichen Sachen. Da brauche ich quasi gar nicht mehr da runterfahren, oder was? Yay. Yay. So, eine Muschel nochmal raus. Versunkener, unbekannter Fang. Jetzt werden wir hier mal ohne. Okay, da ist was dran. Eine Plastikflasche. Yes. Eine Plastikflasche, die ich nicht mehr herstellen muss. Noch eine. Jawohl. Damit können wir hier die ganzen Injektionen da rausziehen. Diese ganzen... Wofür ich immer... Eine Mikrowelle. Natürlich. eine Mikrowelle. Nun ja. Also wenn ich Plastikflaschen brauche, gehe ich hier angeln. ja, wir können ja noch ein paar Mikrowellen gebrauchen, ne? Yay. Ein Metallrohr. Jawohl. Yay. So, wir wollen aber, wir brauchen ja Kaviar. Krabbe. Yay. Quadratfisch. Klar, wenn ich eine neue Mikrowelle brauche, gehe ich immer an den Pool. Genau. Wir werden extra für dich einen bauen, Oma Lizzie. Und damit du dann auch immer auf Lebenszeit mit... Oh, das neue. Kleiner Backfisch, okay. Damit du dann auf Ewigkeiten und auf Lebenszeit Mikrowellen angeln kannst. Aber hat alles Vor- und Nachteile. Yay. Diese Dinger sind schweineschwer, wenn man die auf Sicht tragen muss. Vorteil ist, du kannst sie verkaufen. Yay. Ach, Menno. Also das mit den Flaschen hat mich jetzt richtig gefreut, ne? Bin ich ganz ehrlich. Weil dann brauchen wir die schon wieder nicht herstellen. Und wir haben damit Müll aus diesem Tümpel hier rausgeholt. Yay. Da bin ich echt glücklich drüber. So, der letzte. Da müssen wir noch mal ein bisschen mit Muscheln. Yay. Wie gesagt, ich frage mich immer noch, wie ich die Roboter kriege, dass die da unten weiter arbeiten und alles zusammensuchen. Weil auf der zweiten Etage ist ja natürlich alles schmutzig noch, ne?
Yay. Yay. Also hübsch ist ja auch was anderes, ne? Was ich mich frage, ist, was ich mit dem ganzen Fisch machen soll. Ob ich den auch verkaufe. Aber ich kann den nicht verkaufen, ne? Yay. Vielleicht musst du da neue bauen. Yay. Hm. Wie viel haben wir von denen? 4, ne? Yay. Die Würmer habe ich ja immer nur beim Einkaufen und so bekommen, ne? Yay. Yay. Okay. Machen wir noch mal ohne. Vielleicht kriegen wir noch eine Mikrowelle ran. Aber ich glaube, da muss ich da unten auch eine Ladestation oder so machen, ne? Weiß ja nicht, in welchem Umfeld sie agieren. Okay, was ist das? Eine Lichterkette. Okay, okay, okay. Jetzt müssen wir erstmal hier so ein bisschen... Bisschen Platz haben wir ja noch, ne? Komm, wir reparieren mal. Da die Glühbirne raus. Können wir wieder zumachen. Wir bauen die natürlich gleich auseinander, damit wir hier so schnell wie möglich okay, der geht noch nicht. Weil... Warum gehen die jetzt noch nicht? Weil der dann... Ah, okay. Nehmen wir. Die nächste, die wir auseinanderbauen. Okay, das sind dann jetzt die Lichterketten. Das ist auch immer gut, weil ich glaube, davon gibt es Stromkabel oder so, ne? So, genau, 2 Stromkabel. Und jetzt nochmal die letzte Mikrowelle. Menno. Ach, so ging das, genau. So, dann können wir auch den nehmen und dann hier. Zack, 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 zack und zack. Und vorne, ne? Zack, zack. Und zack. Fertig. Okay, haben wir ein bisschen was zusammengesucht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also da muss ich mich tatsächlich mal zum nächsten Mal belesen, wie ich da unten guck mal, jetzt habe ich Plastikflaschen. Und jetzt kann ich hier nämlich das Zeug aus den Dingern ziehen. Ich kriege auch noch eine Batterie. Ich
Ich weiß, das bleibt jetzt hier alles liegen, aber das ist nicht schlimm. Das ist ja nicht verschwunden. Genau. Aber es ist auf jeden Fall mal interessant zu kriegen, zu wissen, was man aus so einem Teil rauskriegt. Okay, noch mehr. Das ist so weit weg. Ja, dann komm noch näher. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier eine Kiste hinbaue, zum Beispiel, ob die auch Verbindung zu den anderen hat. Wie hier, zack, hier, zack. Wie hier irgendwo Blech, da ist Blech. Und noch ein Blech. Es wäre nämlich cool, wenn wir von hier aus Kontakt zu den anderen hätten, ne? Haben wir? Wir haben! Also wir können uns das auch einfach machen, tatsächlich. So, Plastik weg. Den 50er Stärkern weg. Trafo kann hier mit rein, super. Wo haben wir Strom? Da haben wir Strom. Oh, geil, wenn wir darauf auch noch zugreifen können, das ist doch gut. Das ist doch Bombe. Hier, die Chips. Tatsächlich mit drauf. Ja, nice. Und schon müssen die Sachen nicht mehr hier rumliegen, ne? Schon müssen die Sachen nicht mehr rumliegen. Der wird schon kommen, der wird schon kommen. Mach dir mal darüber keine Gedanken. Schaumstoff? Sonja, immer ruhig bleiben. Tief durchatmen. Wir hatten doch Batterien, oder hatten wir die verbraucht? Oh, die hatten wir bestimmt verbraucht, ne? Nee, in die Essenkiste kommt es nicht rein. Ah, tun wir es mal. Guck mal, das können wir hier mit reintun, das können wir hier mit reintun. Also es ist immer noch alles querbeet, aber schon viel besser. Alles schon viel, viel besser. Was gibt's hier? Ohren. Was kriegen wir hier Schönes? Noch ein Marmeladenbrot haben wir gekriegt. Jawolla. Und Plastik. So. Ob wir hier bei dem Grill auch was kriegen? Er hat nicht gebohrt, ne? Ja. Kennen wir, ne? Also, ich gehe mal davon aus, dass... Guck mal hier. Kriegen wir auch noch Marmeladenbrot? Nee, aber ein Kaffee. Da haben wir jetzt einen Kaffee gekriegt. Gehen wir mal davon aus, dass... dass da unten genug Zeug ist. Warte mal, da steht da ein Spiegelei oder was? Neues Objekt enthalten auf... Man erfinde ein Album für die Mannequin. Oh, wir haben das Album gefunden. Kehre zu Earl zurück, energiesparender Kaffee. Haben wir doch gemacht, oder? Wir haben das Album gefunden. Oh, guck mal hier, nehmen wir noch mit. Ah, es läuft, es läuft. Also, hier oben sind wir vor dem Biest denn schon mal sicher. Ich kann es kaum glauben. Generator hat genug Saft, super. So. Kannst du mir mit dem Rezept für einen energiesparenden Kaffee helfen? Sind die Kaffeebohnen schon reif? Übergieße sie einfach mit heißem Wasser. Haben wir ja gemacht, wir haben ja Kaffee gekocht. Oder hatten wir nicht Kaffee gekocht? Also ich war der Meinung, wir hätten Kaffee gekocht, aber ich kann mich natürlich auch täuschen.
Ich muss einmal eine Kohle machen. Einmal eine Kohle machen. Und eine rote Flasche. Was war das jetzt hier für die rote Flasche? Eine Wasserflasche. Ich habe Wasserflaschen gemacht. Salat können wir wegpacken. Können wir nicht wegpacken. Wieso haben wir keinen Platz für Salat? Okay, dann machen wir es so. Eine rote Flasche. So. Und dann haben wir hier den Kaffee. Den haben wir doch gemacht. Frisch gekocht. Warte mal, was ich gelernt kann. Ich schwöre bei meinem Verdampfer, dieser Kaffee könnte Tote wecken. Was für ein Luxustrunk. Ein guter Koch braucht gute Küche. Du hast genug Materialien, um sie zu verbessern. Du brauchst mir nicht zu danken. So kannst du dein wahres Potenzial entfesseln. Okay, Aufgabe erledigt. Den Kaffee tun wir hier rein. Das tun wir da rein. Oh, auf die Ölkanne tun wir auch da rein. Und die... Nee. Die Kohle nicht, aber dies und dies. Und hier kommt jetzt... Hier müssen wir auch mal gucken, wie wir das machen, Mensch. Und ich habe keinen Platz. Keinen Platz. Ja, im Himmel. Wir müssen Salat pflanzen. Wir kommen nicht drum herum. Sie haben... Aber was will ich mit den ganzen Fischgerichten? Das ist doch ein Graus. Es ist ein Graus. Es ist ein Graus. Haben wir keinen Stoff da? War Stoff. Ich wollte gerade sagen, haben wir keinen Stoff mehr? So. Und jetzt die Fische auseinandernehmen, ne? Wir brauchen Kaviar. So. Da hätten wir jetzt hier diesen. Bitte. Ein Kaviar haben wir, zwei. Drei Kaviar. Kleiner Backfisch. Keinen weiteren dazu gekriegt. Und Quadratfisch wird auch nichts geben, ne? Doch, wir haben vierten. Und den können wir ja nur auch auseinandernehmen, ne? So. Wir haben's. Kann nicht glauben, dass wir es haben. Auch hier habe ich jetzt schon wieder viel zu viel Fischöl. Ich habe viel zu Fisch, viel zu viel Fisch. Salat passt da nicht rein. Aber der muss da rein. Der kann da rein. Ich brauche unbedingt so ein blödes Modul, ey. Ist hier noch alles in Ordnung? Ja, ne? Läuft. Läuft bei euch, läuft, ne? Ja, super. Klasse. Nur hier unten läuft's nicht. Da haben wir aber das Spray. Willkommen zurück, liebe Grit. Willkommen zurück. Hier sieht's aus wie bei Hempels und dem Sofa, ne? Mai, 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 mai. Ja, hast dir so gedacht, ne? Das hast dir so gedacht. So, das hätten wir. Das können wir nach oben. Modul. Modul. Ja, ja, du bist der Ekomat. Wir wollen das jetzt hier. Hol deine Waffe. Okay. Mehr eintauschen. Lichterkette.
Muscheln hätten wir. Milchterkette möchte ich aber gerade nicht. Könnte noch einen programmierbaren Kern holen. Okay, habe ich. Waren irgendwo anders noch mehr Ekomaten? Ich weiß es nämlich gerade tatsächlich nicht. Ob da irgendwo noch mehr Ekomaten waren. Aber Houston, wir haben jetzt echt ein Problem, ne? Müssen die Fisch da reinmachen? Ach Mann, ey, das ist doch zum Jammern. Ich habe so viel Fisch. Es ist nicht schön. So. Ein neues Modul wollen wir haben. Ein neues Modul. Und zwar, warte, machen wir so. Ach, Kabelrolle brauchen wir noch, siehste. Natürlich brauchen wir eine Kabelrolle. Und natürlich stehe ich viel zu weit weg von dieser Kiste. Kann man die eigentlich auch verbessern? Oh, die kann man verbessern? Ach du. Heilige Kacke. Entschuldigung. Und es braucht natürlich Utzende von Materialien, ne? Aber was brauchte ich jetzt? Ach, Strom. Strom. Da. Ach, du Heilige. Aber das hab ich alles. Guck mal, da kann ich mir das anpinnen. Da brauche ich nicht mehr so vergesslich sein. Guck mal. So eine Matrix habe ich aber nicht nochmal, ne? Nee. Aber ich habe so ein Fläschchen, so ein heißes, das. Und ich habe auch so ein Geräteteil, nämlich. Warte mal, wenn das Fläschchen da raus ist, dann kann ich da den Fisch reintun. Und so ein Geräteteil habe ich ja auch noch. Da. Zack. Brauche ich nur die Matrix. Und die macht man... ja. Warte. Warte. Damit. Matrix. Herstellen. Das will ich jetzt wissen. Konstruktion verbessern. Ja. Alter Vater! Ach Gott, ach Gott, ich habe eine Reihe mehr. Aber das muss ich jetzt mit jeder machen. Das muss ich jetzt mit jeder machen. Natürlich! Ich möchte weinen und schreien. Weinen und schreien. Für was hatte ich jetzt das mit der Schnur? Achso, für den hier, ne? So, den machen wir jetzt hier rauf. Benötigt Rucksackmodul. Ja, habe ich doch hier. Ja. Bin ich jetzt zu blöd dazu? Inventarzelle, warte mal. Musst du erst bauen, warte, ich muss es erst bauen. Rucksackmodul, warte. Gute Nacht, Friedhelm, schlaf gut. Süße Träume dir. Nee, hier war das nicht. Aber warte, ach ja, an der Werkbank, ne? Ah,
Eieieiei, was man nicht im Kopf hat, hat man. Da. Und jetzt? Aber mehr kann ich nicht, oder was? Das hat mir jetzt ganze zwei Dinger mehr, drei Dinger mehr. Ich möchte heulen. Ich möchte heulen und schreien. Heulen und schreien. Ja, ich glaube, sobald eigentlich haben wir fast alles schon wieder entwickelt. Hier gibt es auch. Oh doch, hier können wir auch verbessern. Guck mal hier, das kann man noch mal anpinnen. Da brauche ich Flasche Salzwasser. Das heißt, ich muss runter, ne? Ich müsste runter. 7 Flaschen Salzwasser. Ich habe nur 6 Flaschen. So. Ich brauche noch eine Flasche. Eine Flasche. Da. Jetzt habe ich 7 Flaschen. Das wäre doch gelacht. Und dann können die da auch um zu zweit in dem Pool sitzen. Was sagt ihr dazu? Zu zweit im Pool ist es doch sowieso am schönsten. So. Gehen wir mal hier ran. Hier, Aktion. Wir wollen Flasche Wasser füllen. Eine. Ach, kommt schon, Leute. Echt jetzt? Ich muss das immer wieder anklicken. 6 und 7. So. Die 7 Flaschen Wasser haben wir. Trafo haben wir auch. Stoff und Matrix. Stoff könnte unter Umständen... Die Pommes-Tüte liegt immer noch im Pool. Ja, ja, die kriege ich, die glaube ich, kann ich auch nicht wegnehmen. Tatsächlich. Also nicht, dass ich wüsste. Die lag da von Anfang an. Nee, die kann ich tatsächlich nicht. Okay, dann gucken wir mal. Wie sieht's hier aus? Du bist noch gut versorgt? Ja, siehst du, er ist gerade im Anflug an dich. Wunderbar. So. Dann gucken wir mal. Wir brauchen Trafos 3 habe ich jetzt. Stoff haben wir 7. Sehr gut. Und Matrix. Was war da nochmal für Matrix, was wir brauchten? Schon wieder vergessen. Ah, Dösbuddel. Matrix brauchen wir 2 Stück. Das heißt, wir brauchen 2 Chips und 2 Flaschen. Flaschen haben wir hier. Und von dem Mikrochip haben wir hier. So, und dann können wir hier 2 Matrix herstellen. Zack. Nein, wir haben nicht genug Kundschaft. Natürlich haben wir nicht genug Kundschaft. Wer hätte es gedacht? Gut, dann können wir das hier wieder ausblenden. Wir können das hier tatsächlich... Ja! Okay, die können jetzt hier zu zweit drin sitzen. Strom läuft ja da noch. Aktionsmenü. Das ist zu weit weg. Was ist denn daran zu weit weg? Aha, noch eine Verbesserung. Da gibt es noch Trio-Ladestation. Okay. Die müssten wir erstmal machen. Und Batterien weiß ich nicht, ob wir 4 Stück haben. 2 weiß ich, 4 weiß ich nicht. Ah, wo habe ich die reingesteckt? Nee, 2, ja. Siehst du, haben wir nicht. Ja, ist ja nicht schlimm, aber die können jetzt aber auch zu zweit da drin laden. Also das ginge schon mal. Den hier kann man nicht verbessern.
Und den hier kann man auch nicht verbessern. Bei diesen Elektrodingern gibt es keine Verbesserung. Bei diesen hier, oh, hier gibt es eine Verbesserung, auch demnächst erst verfügbar. Okay. Elektrikmodus, was heißt hier reparieren? Okay, wir müssen mal ein Reparaturset machen. Ich glaube, wir müssen das hier reparieren. Da waren die Viechter schon dran, ne? Die haben versucht, da das schon zu vernichten, ne? Alexandra ist immer noch die ganze Zeit da kontinuierlich, ach Nägel, kontinuierlich dabei, da hinten das, die ganzen Sachen wegzuräumen. Ah, da, Nägel. Jetzt können wir Reparaturset. So. Das hat auch einen grünen Balken. Okay. Also das heißt, das ist nicht mit einem Mal verbraucht. Reparieren.